Pommes, Glückwunsch. 1-1 in Nordhausen angesichts der Tabelle erstmal okay. Angesichts der langen Phase in Überzahl vielleicht 2 verlorene Punkte. Wie seht ihr das? Also 2 verlorene Punkte sehe ich auf keinen Fall. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Klar ist hier, der Boden ist schwierig. Wir haben versucht, wir haben gearbeitet. Großes Kompliment an die Mannschaft. Von der ersten bis zur 90. Minuten gearbeitet. 2 Elfmeter. Ja, mit bisschen Glück entscheiden wir das Spiel vielleicht für uns. Aber in der Phase, wo wir gerade sind, nehmen wir den Punkt gerne mit. Sehe ich auch so. Also ihr habt euch nicht leicht gemacht, ihr habt viel gekämpft, gut gearbeitet. Zu dir persönlich, du hast seit 2 Spielen, glaube ich, von Anfang an gespielt. Macht riesen Spaß, dir zuzusehen. Wie fit bist du? Also sagst du, bist bei 100% oder geht noch was? Ja, bei 100% bin ich noch nicht so richtig. Also vor allem von der Fitness. Ich brauche noch ein bisschen meine Abläufe reinzubekommen. Es ist schön, nach fast 1,5 Jahren wieder auf dem Platz zu stehen. Auch über die volle Distanz, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Und ja, ich bin einfach froh, der Mannschaft helfen zu können zurzeit. Dann hoffen wir mal, dass es noch weiter hilft. Der 1-1 in Nordhausen angesichts der Bälle nehmen wir mit, gerne. Angesichts der langen Überzahlphase vielleicht 2 verlorene Punkte, oder wie seht ihr das? Ja, wir hätten natürlich gerne gewonnen, ne? Also wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, die rote Karte, dass wir ein bisschen mehr Druck vielleicht auf den Gegner kriegen können. Da fehlt uns einfach noch ein bisschen Selbstvertrauen, aber ich denke mal, insgesamt war es wieder ein Schritt nach vorne. In Nordhausen habe ich bis jetzt noch nie gewonnen und es ist eklig hier. Nordhausen war verunsichert und wie gesagt, wir sind schon ein bisschen länger in der Phase. Das hat uns der Trainer auch mitgegeben, dass wir vom Kopf einfach ein bisschen weiter waren als Nordhausen. Und ja, schade, dass es nicht geklappt hat, aber wie gesagt, von Schritt wieder nach vorne. Deine neue Rolle so in der Verteidigung ist sicherlich dem Kader ein bisschen geschuldet, aber man hat so das Gefühl, du fühlst dich ganz wohl. Ne? Also du fühlst die Rolle ganz gut aus, oder? Naja, was soll ich auch anders machen? Ne? Also wenn der Trainer mich da hinstellt, der hat mich gefragt vor 2 Wochen, ob ich mir das vorstellen kann. Ich sage, ja, wieso nicht, weil er mich im Aufbauspiel drin haben will. Das hat ja ganz gut geklappt, sage ich mal, 2 Halbzeit, wo wir einer mehr waren. Aber ja, also ich fühle mich wohl, ich fühle mich auch auf der 6 wohl, ich fühle mich auch auf der 10 wohl. Hauptsache, ich habe den Ball am Fuß irgendwie und ja, Rackern gehört dazu. Und ich denke, das habe ich jetzt die letzten 2 Wochen ganz ordentlich gemacht. Gut, die 1-1 in Nordhausen, von der Tabelle her gut, nehmt mal gerne mit. Lange Überzahlphase, so waren es am Ende vielleicht 2 verlorene Punkte oder seid ihr eher froh, dass ihr einen Punkt mitgenommen habt? Also vorm Spiel hätte ich auf jeden Fall gesagt, wir nehmen hier einen Punkt mit und alle sind zufrieden. Wir dürfen jetzt keine Luftschlösser bauen. Wir wollten auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Gerade nach dem Sieg gegen Rathenow wollten wir hier auf jeden Fall was mitnehmen. Nordhausen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die sind zwar auch in den letzten Spielen nicht so glücklich mit ihrer Punktausbeute, aber ansonsten, wie gesagt, ich nehme den Punkt hier mit. Ist mir scheißegal jetzt, ob wir in Überzahl gespielt haben. Wie gesagt, Step by Step. Das nächste Mal jetzt härter. Und dann kann man irgendwann mal ans Landespokalspiel denken. Wie gesagt, wir wollen ja keine Luftschlösser bauen, wir sind auf dem Boden und nehmen jeden Punkt mit, den wir kriegen können. Du hörst schon, die Fans sind grundsätzlich zufrieden. Ja? Nimm mal mit, wie du schon sagst, schweres Spiel, schwerer Boden, am Ende auch bezeichnet, dass 2 Elfmeter die Tore machen. Was wird besser, was muss besser werden bis zum nächsten Spiel? Ja, also auf jeden Fall, die Grundtugenden müssen wieder reinkommen, aber ich denke mal, das hat man jetzt in den letzten Spielen gesehen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Fußball arbeiten. Kämpfen, kämpfen, kämpfen und dann hat man auch gesehen, dass dann hier die spielerische Komponente, klar war heute auch ein schwerer Platz, aber jetzt haben wir wieder ein Heimspiel und wir müssen zu Hause erstmal eine Macht werden, dass wir da wieder sehr viele Punkte sammeln und dann bis zur Winterpause so viel wie es geht und dann mit Anlauf dann in die Rückrunde. 3 Punkte gegen Hertha.